Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Heute machen wir uns ein bisschen Urlaubsfeeling. Eine Freundin von mir ist gerade von den Malediven zurückgekommen und war dort ein bisschen einkaufen für mich. Wir machen heute ein maledivianisches Fischcurry im Dopf und was wir dafür alles brauchen, das zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die wir brauchen werden. Los geht es mit Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Curryblättern, Zimt. Dann habe ich hier das maledivianische Fischcurry bzw. das Currypulver. Also eine Curry-Gewürzmischung. Dann habe ich hier Chili-Pulver. Das ist Kurkuma gemahlen. Dann habe ich hier gemahlenen Kreuzkümmel, also Kumin. Hier habe ich grünen Kardamom. Der ist noch in den Kapseln, also den müssen wir dann aufmachen und die kleinen Kerne rausholen. Dann habe ich hier Tomaten, Kokosnussmilch, ein bisschen Öl. Hier ist der Fisch. In unserem Fall ist das jetzt ein Kabeljau. Einfach ein schön festkochender Fisch, der dann also im Curry nicht sofort auseinanderfällt. Bisschen Wasser brauchen wir noch und den Topf natürlich. Die Kohlen heizen jetzt gerade vor und ich bereite jetzt schon mal das Gemüse ein bisschen vor. So, Vorbereitungen sind abgeschlossen. Hier sind die Curryblätter, hier ist der Knoblauch, hier sind die Zwiebeln, hier ist der Ingwer und hier ist der grüne Kardamom und das sind so kleine Kapseln und die müsst ihr aufbrechen und in diesen Kapseln sind dann, mal gucken, dass das gerade nicht alles runterfällt hier, sind so kleine schwarze Kügelchen und um die geht es. Ich habe hier schon mal gerade eben einen aufgemacht, deswegen liegen hier auch schon ein paar, da tue ich die nochmal mit dazu. Ihr brecht also insgesamt für das Rezept, brecht ihr euch also 3 Kardamomkapseln auf. Das sollte auf jeden Fall reichen. So sieht das dann aus. Und die werden jetzt gleich einfach im Dopf mit angeröstet. So, die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen und jetzt geht es ran an den Dopf. So, der Dopf ist jetzt aufgeheizt. Jetzt kommt ein bisschen Sonnenblumenöl da rein. Und hier habe ich den Zimt, die Curryblätter, den Knoblauch, die Zwiebeln, den Ingwer und den Kardamom. Und das kommt jetzt alles da rein. Jetzt, wo die Zwiebeln schön anglasiert sind und der Knoblauch, geht's los mit den Gewürzen. Ich habe jetzt hier den gemahlenen Kumin und davon nehme ich 3 Teelöffel. Mit Kumin oder Kreuzkümmel immer sehr vorsichtig sein, das ist sehr intensiv. Weiter geht es mit dem Kurkuma. Auch davon nehme ich 3 Teelöffel. Dann für die Schärfe Chili-Pulver. Nehme ich auch 3 Teelöffel. Und nun zur eigentlichen Curry-Gewürzmischung. Davon kommen dann Esslöffel und zwar auch 3 Stück. Boah Leute, und ich kann euch sagen, hier ist ein Duft, der Wahnsinn. So, jetzt wird das Ganze einmal umgerührt. Und die Gewürze werden jetzt quasi erstmal mit angedünstet. Nach dann so 2 bis 3 Minuten kommt eine Dose geschälte Tomaten mit in den Topf. Die Tomaten zerdrückt ihr einfach ein bisschen. Dann vermischt ihr das Ganze schön mit dem Currypulver. Nach wiederum 3 Minuten gießt ihr das Ganze dann mit Wasser an. Ich denke mal so 200 Milliliter waren das jetzt. Dann rührt ihr das Ganze gut durch. Und dann lasst ihr das Ganze erstmal eine Viertelstunde lang köcheln. So, jetzt wo das alles schön ein bisschen einreduziert ist und schön vor sich hin blubbert, habe ich also hier
meinen Kabeljau und den lege ich jetzt einfach in das Curry rein. So, jetzt einfach Deckel auf den Topf oben drauf. So, da steht der Topf jetzt also. 6 Kohlen sind unten drunter, der Rest ist oben drauf. Jetzt eine Viertelstunde, 20 Minuten köcheln lassen und ich gehe jetzt erstmal rein Reis kochen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nach einer guten Viertelstunde, der Reis ist fertig gekocht. Mache ich mal den Deckel auf. Boah, und was ein Geruch, der Wahnsinn. So, jetzt wird das Ganze noch mit Kokosmilch angegossen. Und zwar kommen da 12 Esslöffel Kokosnussmilch rein. Jetzt wird das Ganze ein bisschen durchgerührt. Zum Schluss schmeckt ihr das Ganze noch mal kurz ab. Sieht auf jeden Fall fantastisch aus und riecht auch fantastisch. Und schmeckt auch fantastisch. Gesunde Schärfe, aber so ist die Küche nun mal von den Malediven. Das Curry, das hat schon ordentlich Dampf. Da gehört eben jetzt eine gute Portion Reis dazu. Ich richte mal an und dann kann gegessen werden. Ein Gedicht, Leute, ein Gedicht. So, hier habe ich meinen Teller mit dem Basmati-Reis. Und jetzt fische ich mir mal hier ein schönes Stück von dem Fisch. Und so schaut das Ganze dann fertig aus. Maledivianisches Fischcurry aus dem Topf. Der absolute Wahnsinn. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Die Gewürzmischungen und die Curryblätter zum Beispiel bekommt ihr im Asia-Shop. Einfach mal nachfragen, gegebenenfalls müssen sie es euch bestellen. Macht es auf jeden Fall mal nach. Ich sage bis zum nächsten Mal. Barbecue aus Rheinhessen.